Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen, dass Sie wiedergekommen sind ins Labor der Moderne Teil 2 mit der zweiten Sitzung zum Thema Phaeton und die Theorie der Anerkennung. Wir haben eine systematische Lektüre der Metamorphosen begonnen, keine philosophische. Das ist ein Unterschied. Wir haben eine systematische Lektüre begonnen, in der so etwas wie die innere poetische Logik der Metamorphosen deutlich werden soll. Was heißt innere poetische Logik? Das ist natürlich keine bloße Handlungslogik, sondern eine Logik, die ihre Brüche und ihre rhetorischen Verfahren, vor allem ihre Spiegelungseffekte in Rechnung stellt. Da wird eine Schichtung eines Werkes sichtbar, die uns entgehen würde, wenn wir nur inhaltlich lesen. Eine systematische Lektüre ist eine Lektüre, die an und für sich auf Ergänzung angewiesen ist. Und darin liegt eine Chance, indem wir in einem unendlichen Progress von Lektüren und Lesarten immer festeren Boden unter den Füßen gewinnen. Das bedeutet aber nicht, dass wir zu abschließenden Ergebnissen kommen würden, sondern es bedeutet, dass die Lektüre, die wir liefern, zukunftsoffen bleibt, für künftige Generationen, die die Metamorphosen mit der gleichen Intensität lesen werden, wie wir das heute wieder versuchen. Darin liegt auch der Modernitätscharakter der Metamorphosen, weil unsere Lektüren unabschließbar bleiben müssen, wirken die Metamorphosen nicht nur in unsere Gegenwart, sondern auch in jede kommende Zeit hinein. Sie sind auf Ergänzung geschrieben, sie eilen sich zuweilen selbst voraus, sind moderner als die Zeit, in der ihre Leser leben. Und manchmal geschieht auch das Gegenteil, dass es scheint, dass wir die Perspektive der Metamorphosen überholen, aber oft stellen wir fest, dass wir hinter ihnen zurückbleiben. Wir haben zuletzt die Pan- und Syrinx-Szene betrachtet. Und im Blick auf diese Szene wurde deutlich, dass sie die Reformulierung einer früheren, ihr unmittelbar vorausgehenden Szene ist. Und das war die Daphne- und Apollo-Erzählung. Ein deutschsprachiger Philologe hat Ende der 90er Jahre schon formuliert, dass die Metamorphosen selbst ihre Metamorphosen durchlaufen. Das ist klug gesehen. Auch Metamorphosen kann man verändern. Und es bereitet dem Erzähler sichtbar Vergnügen, eine Geschichte nicht nur im Abstand von 6 oder 7 Büchern, sondern im Abstand von wenigen Zeilen noch einmal, aber dann wieder ganz anders zu erzählen. Sodass das Prinzip der Spiegelung, der Mise-en-Abyme, das war der zentrale Begriff der ersten Sitzung, zu einem Strukturprinzip des Erzählens werden kann. Zugleich haben wir gesehen, dass eine Wiederholung auch Heiterkeitseffekte hervorruft, indem es eine Einschläfernde der Erzählweise braucht, den Riesen Argus aus dem Spiel zu nehmen und an seiner Stelle das schon Erzählte noch einmal, aber doch in einem Punkt wieder anders zu erzählen. Heiterkeit ist etwas, das nach meiner Einschätzung vielen großen Epen der Weltliteratur eignet, nicht gerade den ersten, frühesten und bekanntesten Homers, Ilias und Odyssee, aber doch auf jeden Fall vielen Epen, die auf die Metamorphosen gefolgt sind. Und es scheint ein Signum der epischen Erzählkunst der frühen Neuzeit zu sein, Spanien, Frankreich, dass Komik, das Humor auf diese abgründige Weise zum Erzählverfahren konstitutiv dazugehört. Das Thema der heutigen Sitzung soll dieser innere poetische Fortschritt auch in der Weise sein, dass wir uns den sozialen Ordnungen in der Welt der ovidischen Metamorphosen zuwenden. Wir haben Familienkonflikte erlebt wie den zwischen Juno und Zeus, die um die Geliebte des Zeus Io stritten. Am Ende wird Io aus der weißen Kuh zurückverwandelt in die junge Frau, die
wie sie vorher war. Und an der Stelle setzen wir mit der heute interessierenden Erzählung ein. Nunc dea linigera colitur celeberrima turba. Nunc epaphus magnigenitus de semine tandem creditur esse jovis. Jetzt verehrt sie, Io, die Schar im Leinengewand als Göttin. Epaphos, glaubt man, dass er stamme aus dem Samen des großen Zeus. Er besitzt mit der Mutter gemeinsam Tempel in Städten weithin. Man könnte an dieser Stelle lange über die Gleichsetzung der Io mit der ägyptischen Isis sprechen. Das sparen wir uns, genauso wie die Bezüge, die man nicht zu Unrecht zwischen Epaphos, dem Stammvater der Ägypter, und der Gottheit Osiris gezogen hat. Wie kommt nun die neue Erzählung ins Spiel? Sie wird beiläufig eingeführt. Fuit hic animalis, fuit hic animis equalis et anis sole satus phaeton. An Gemüt und Jahren ihm gleich Phaeton, Phoebus Sohn. Als dieser im Stolz auf den Vater einst mit großen Worten zu weichen ihm weigert, ertrug der Inachos Enkel es nicht. Du Narr, du glaubst deiner Mutter alles und schwillst in der Einbildung nur, dass dein Vater ein Gott sei. Wenn wir, meine Damen und Herren, ganz schulmäßig auf diesen Text schauen und uns überlegen, welche Wortfelder die bestimmenden Felder in diesem Text sind, dann werden die meisten von Ihnen doch wohl sagen, es ist ein Text, in dem es um den Stamm Genitor, Ginere geht, um das Säen, die Aussaat, den Spross, die Fortpflanzung, Mutter und Vater, kurz Genealogie. Das beginnt im Grunde schon mit Colitur, Colere, Agrum heißt den Boden bestellen, Genitus in der zweiten Zeile, Semine, esse Jovis, juncta parenti, sole satus, foibuque parentes superbum, matri und genitoris. Und daneben, meine Damen und Herren, weniger sichtbar, aber doch auch sehr präsent in diesem Text, die Konnotation der Verba und der Ausdrücke des Glaubens, des Fürwahrhaltens, des Anerkennens, Kreditur in der dritten Zeile. Es geht um die Anerkennung der göttlichen Anteile am Epaphus und genauso jetzt um Phaeton. Dann Credis in der letzten Zeile, Imagine falsi ganz am Schluss. Und genauso, meine Damen und Herren, geht es nun auch weiter. E rubuit Phaeton iramque pudore represset. Wieder beginnt ein Zorngedicht. Schon die Ilias hatte ihren Ausgang von der Mänes des Peliden Achilleus genommen, Mänen Aedetea, und Vergil versäumte es nicht, seine Aeneis als Zorngedicht zu profilieren, nicht zwar in den ersten 8 Zeilen, dem berühmten Proemium, aber in den folgenden Abschnitten geht es um die Ira der Juno, die die Aeneiden über Land und Wasser treibt, die sie heimatlos macht. Und neben der Ira eine bezeichnende Wendung auch hin zum kulturellen Reprimere, die Unterdrückung des Zorns, ist eine erste Kulturleistung. Sie vollbringt Phaeton iramque pudore repressi. Da steht ein Affekt neben dem anderen. Und er wirft der Mutter vor, dass sie ihm möglicherweise nicht die Wahrheit gesagt hat und fügt hinzu, quoque magis doleas. Wir bleiben auf der affektsprachlichen Ebene, genetrix, da haben wir wieder das Wort, die Zeugerin, ait ill ego liber ille ferrox tacui. Ich habe geschwiegen, ich sonst so trotzig und frei, als die anderen mich aufzogen mit der Rede, ich sei gar nicht der Sohn des Helios. Il ego, was für eine interessante Junktur, meine Damen und Herren. Mich hat einmal
ein analytischer Philosoph gefragt, wie es denn möglich sei, dass die Lateiner so oft Ille mit Ego verbünden. Das sei doch ein Ding der Unmöglichkeit. Ich habe gesagt, eben drum. Das ist eine ganz sinnige Verbindung. Das ist nichts weniger als der Versuch, das Ich zu historisieren, es noch einmal anders zu perspektivieren, eine andere Perspektive auf es zu gewinnen. Man ist gleichzeitig ein Ego und einer, der imstande ist, sich von diesem Ich zu distanzieren. Das ist ein fundamentaler Akt der Ich-Werdung, zu Deutsch des Selbstbewusstseins, aus dem die moderne Identitätsphilosophie, und damit meine ich bei Gott nicht diese Gegenwartsphilosophie, sondern ich meine die klassische deutsche Identitätsphilosophie, Schellingscher, Hegelscher und Fichtescher Prägung, Ill, Ego, Liebe, Ille Ferox, Takui, damals, als ich hätte reden müssen, Ille, habe ich, Ego, geschwiegen. Das ist, glaube ich, in dieser Stelle der Punkt. O Schande für uns, dass ein solcher Vorwurf konnte erhoben und nicht widerlegt konnte werden. Du aber, wenn ich je aus göttlichem Stamm entsprossen, gib einer solchen Abkunft Beweis, mach mich eigen dem Himmel. Hier befinden wir uns im Milieu der Rechtssprache. Me quat serre caelo. Sie kennen vielleicht aus Philosophie und Linguistik den Terminus der Assertion, der assertorischen Sprache. Eine Sprache, die eine geäußerte Behauptung verifiziert, die sie anerkennt, die sie für wahr hält. Assertionstheorie ist Anerkennungstheorie. Und das in Verbindung mit der Bitte Ede notam. Gib mir doch ein Zeichen, einen gültigen Beweis für eine solche Abkunft. Wir sind hier mitten in einem Familiendrama und ich sage Ihnen, das riecht sehr stark nach einer dramatisch-tragischen Prägung, präzise gesagt nach einer euripideischen Fabel. Euripides hat, und das war der Vorwurf, den Nietzsche gegen ihn erhoben hat, das Drama verbürgerlicht, fing an, Fragen zu stellen, wo andere andächtig schwiegen. Und er machte aus den großen dramatischen Handlungen Familienstücke. Und die berühmtesten Familienstücke sind der Oedipus Tyrannos, den Aristoteles nicht um dieses Milieus willen so schätzt, sondern um seiner dramatischen Struktur willen. Und hier haben wir in der Tat einen euripideischen Hintergrund, über den man jetzt lange reden könnte. Das werden wir uns heute versagen müssen, aber am Ende der Sitzung komme ich vielleicht noch einmal kurz darauf zurück. Meine Damen und Herren, die Theorie der Anerkennung ist natürlich durch einen Namen wie keinen anderen besetzt, durch den Frankfurter Philosophen und Soziologen Axel Honneth, Jahrgang 49. Honneth ist einer der bekannteren Vertreter des Instituts für Sozialforschung. Das ist diese altehrwürdige Institution, die im nächsten Jahr hoffentlich von der Öffentlichkeit nicht unbemerkt ihren 100. Geburtstag feiern wird. Begründet von einem Frankfurter jüdischen Industriellen, Felix Weil, zu großem Ruhm gebracht, vor allem durch seine beiden Direktoren Horkheimer und Adorno, und nach dem Krieg in ein gutes Fahrwasser gekommen durch den Meisterschüler Jürgen Habermas, der interessanterweise die Nachfolge in der Leitung dieses Instituts abgelehnt hat, sondern sich damit zufrieden gab, einen didaktischen Bereich dieser Einrichtung zu leiten. Ludwig von Friedeburg ist der letzte sehr bekannte Leiter dieser Einrichtung. Er ist vor mittlerweile 12 Jahren verstorben, hat es sogar, man höre und staune, zum hessischen Bildungsminister gebracht. Das sind Dinge, die ich immer gerne mitteile, weil das heute so absolut unvorstellbar ist, dass ein Leiter deines Frankfurter Instituts für Sozialforschung mit Bildungsdingen betraut würde. Es gibt ein Misstrauen gegen das intellektuelle Momentum, gegen die intellektuelle Unruhe in deutschen Behörden und deutschen Bürogängen. Und das gilt in gewisser Weise auch für den Axel Honneth, der inzwischen im Ruhestand ist, der
bekannt geworden ist mit seiner Frankfurter Habilitation von Jürgen Habermas betreut. Die zeige ich Ihnen kurz. Der Kampf um Anerkennung, das ist ein Titel, den er aus Hegels Phänomenologie des Geistes aus dem Jahre 1807 bezogen hat. Dort gibt es diese berühmte Auseinandersetzung von Herr und Knecht, aus der Hegel so unendlich viel macht im Hinblick auf das, was wir heute die Theorie der Anerkennung nennen. Und der Untertitel ist bezeichnend zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte. Da würden viele überhaupt im Zweifel sein, was soll eine moralische Grammatik sein. Eine Moral muss doch allzeit verfügbar sein, dass ich sie einsetzen kann in den gesellschaftlichen Diskursen. Ich kann sie doch keiner Grammatik beugen. Und ich glaube, das ist gerade das Interessante daran, diese scientifische Perspektive auf dieses Problem der Anerkennung. Und es gibt in jüngerer Zeit ein Buch, das ich nicht mit ganz so großem Beifall aufgenommen habe, vor 4 Jahren erschienen, eine europäische Ideengeschichte. Und dieses Buch über die Anerkennung versucht, den Problemkreis an 3 ideengeschichtlichen Traditionen festzumachen, einer englischen, die natürlich auf einen gewissen Kommunitarismus, Utilitarismus gestellt ist, mit John Stuart Mill, Adam Smith, einen französischen, der stärker vom Amour-Propre ausgeht, mit Rousseau, und ein deutscher Zweig, der in diesem Buch im Vordergrund steht, Hegels Phänomenologie, und dann natürlich die ganze linkshegelianische Tradition, die am Ende auch in die Ahnenreihe der Frankfurter Schule, so nennt sich dieses Institut ja schon seit vielen Jahrzehnten, hineingehört. Der Sohn Phaeton, meine Damen und Herren, umarmt die Mutter pathetisch und schwört beim Haupt seines Stief- und Ziehvaters, des Äthiopierkönigs Merops, sie möchte ihm doch bitte veri signa parentis geben, wahre Zeichen für die Abkunft. Da sehen Sie, mit welchem Nachdruck die Dinge der Welt inzwischen am Anfang des 2. Buches verhandelt werden. Aus einer Geschichte und Erzählung vom bloßen Sein wird eine Geschichte, die die Ambition artikuliert, eine Geschichte vom wahren Sein zu sein. Es genügt dem, was in der Welt ist, nicht, dass es ist. Es muss wahrhaftig zugehen. Das ist das Pathos des Wahren, dass diese sozialen Gruppen, indem sie ihre Standeskämpfe untereinander ausführen, nun in die Welt hineinbringen. Und das nächste Wort, meine Damen und Herren, ist ein zentrales Wort, ein Schalt- und Leitwort der ganzen ovidischen Erzählung, Ambiguum, Clymene precibus phaetontis, an ihrer Mota magis dicti sibi crimenis, fraglich. Zweifelhaft war es, ob Clymene mehr erregt durch Phaetons Bitten oder den schnöden Verdacht auf sie selbst. Sie selbst fürchtet, ins Zwielicht gezogen zu werden, wenn der Junge die Abkunft von Helios Sol bezweifelt. Und sie erwidert das Pathos des Kindes mit gleichem Pathos zum Himmel, die beiden Arme erhebend, den Blick zur leuchtenden Sonne, ja wohin denn sonst gerichtet, sprach sie, beim lichten Schein der blitzenden Strahlen dort oben, Sohn, ich schwöre, dich hat er dort, der uns hört, der uns sieht, er dort, der uns schaut und den du schaust, der Gott, der den Kreislauf der Sonne beherrscht, dich hat Phoebus gezeugt, Sole, Saturn. Das ist raffiniert, wie die Erzählung bei etwas schwört, das selbst Inhalt des Schwures ist. Ich schwöre bei dem da oben, dass der da oben dein Vater ist. Das erinnert mich an die Konstruktion des kleistischen zerbrochenen Kruges. Und Kleist war jemand, der diese Paroxysmen dramatischer Verwicklung natürlich roch auf 100 Meter. Ja? Und Euripides ist voll von dem, was man, wenn man ihm nicht wohl will, Sophismus nennen kann. Ich würde das nicht Sophismus nennen. Manchmal nervt es, gewiss. Aber Ovid versteht es, daraus Zuspitzungen zu gewinnen, die das Problem dahinter noch klarer machen, die uns
zu erkennen geben, die wie in einer Anzeige für uns sichtbar machen, was die großen ungelösten Fragen der Menschheitsgeschichte sind. Und es geht gerade so weiter, meine Damen und Herren, mit einem weiteren Signalwort. Si ficta loquor, neget ipse videndum se mihi sit quaculis lux ista novissima nostris. Da sehen Sie schon die dramatisch-tragische Grundierung der Sprache. Im Drama geht es immer um das Lux, die Lux Ultima, das Lumen Ultimum, das Fos Hystaton, die letzte Sonne, die mir an diesem Tage leuchtet, weil dieser heutige Tag die Entscheidung über mein Schicksal bringen wird. Und wieder haben wir eine Vermengung. Wenn ich Lügen erzähle, dann soll der, über den ich diese Lügen erzählt habe, mir forthin nicht mehr scheinen. Ich nenne das eine perfekte Ökonomie. Da wird aus einem und demselben Gedanken der Sonne, des Anzeigers, der Wahrheit, des Index Veritatis eine rhetorische Figur gewonnen, die man genießen muss. Schauen wir, wie es in diesem Text weitergeht. Man könnte doch nun sagen, Phaeton muss sich zufrieden geben. Seine Mutter hat glaubhaft bei seinem gedachten Vater bezeugt, dass er der Vater ist. Aber die dramatische Handlung muss ja weitergehen. Menschen lernen im Drama nicht, sondern erst, wenn es zu spät ist. Und deswegen knüpft sie einen Gedanken an, der sich im Fortgang des Stückes als höchst verhängnisvoll erweist. Denn sie sagt übrigens, dein Vater wohnt gleich nebenan. Der Weg zu ihm ist nicht weit. Geh und mach die Probe auf das, was ich dir doch gerade versichert habe. Neklon gus patrios labo estibi nosse penatis. Doch für dich, Phaeton, ist's keine längere Mühe, sein Heim zu erkunden. Nahe unseren Grenzen liegt das Haus. Er ist ein Nachbar, aus welchem er aufgeht. Das ist auch schön. Unde oritur, andere Nachbarn stehen morgens auf. Wenn dieser Nachbar aufsteht, geht über uns allen die Sonne auf. Auch das sind Effekte, die Ovid sieht, aufgreift und kongenial formuliert. Und jetzt kommt das Beste überhaupt, meine Damen und Herren. Und auch das haben schon vor mir Philologen am Ende der 90er Jahre gesehen. Si modo fert animus, graderetzki tabera bipso, treibt dich dein Sinn, wiederum mit demselben Fehler, den wir auch am Anfang der Metamorphosen beobachten, treibt dich dein Sinn, schreit aus und du wirst von ihm selbst es erfragen. Si modo fert animus. Die letzte wörtliche Rede des ersten Buches greift den ersten Vers des ersten Buches wieder auf. In nova fert animus mutatas dicere formas corpora. Jetzt würden Sie sagen, was machen Sie denn damit, außer dass Sie sich selber feiern für eine Beobachtung, die Sie gar nicht selber gemacht haben. Was macht man damit? Außer dass man sagt, ja wunderbar, ist ein Schmankerl. Ich glaube, das bestärkt unsere These von den ovidischen Metamorphosen als diesem fantastischen Perpetuum mobile, diesem wie von einem unbewegten Beweger bewegten Traditionsgeschehen, Überlieferungszusammenhang. Da ist von Anfang an Bewegung, die auch am Ende nicht kleiner wird. Und folgerichtig, meine Damen und Herren, wird das letzte Wort der Erzählung des ersten Buches, die ja eine Vorzeigeerzählung sein soll, im ersten Buch sollte ich mir nicht allzu viele Fehler erlauben. Dann lesen die Leute mein zweites und drittes und 14. und 15. Buch nicht mehr. Am Ende kommt ein Virtuosenstück der Entladung von purer Energie. Denn wie ist der Modus der Fortbewegung des Phaeton? Wie geht ein sonnengöttlicher Sohn? Emikat, er blitzt heraus. Er stiebt davon. Emicat ex temblo, laetus postalia madris dicta suae Phaeton et concipit aetera mente. Aufstrahlt Phaeton da sogleich vor Freude nach solchen Worten der Mutter und denkt sich schon in den Äther
erhoben. Er quert das Land der Äthiopier und das unter dem Brand des Gestirns, nämlich der Sonne, liegende Indien und naht sich rüstig dem Aufgang des Vaters. Das letzte Wort in der deutschen Übersetzung von Erich Rösch ist Vater, aber das letzte Wort im Text des Ovid ist ein Wort, das was bedeutet, meine Damen und Herren? Auch das hat Stephen Wheeler 1999 in seinem großartigen Buch A Discourse of Wonders gesehen. Das letzte Wort bedeutet Anfang. Dieses Reden, dieses Sprechen, dieses Schreiben darf an kein Ende kommen. Artus steht wie ein Anathema über dem Ende der Erzählung. Und es geht im zweiten Buch, ohne dass die Spannung abfällt, das ist ja das große Problem, wenn Sie in Folgen drehen oder in Folgen schreiben, müssen Sie ja diesen Cliffhanger haben. Ja? Das ist einer der genialsten Cliffhanger der Literaturgeschichte, Artus. Und der nächste Einstieg ist Regia Solis. Und die entscheidenden Wörter in diesem gleich zu übersetzenden Text sind Sublimibus alta columnis. Hoch erhob sich der Saal der Sonne auf ragenden Säulen. Leuchtend von funkelndem Gold und feuerflammenden Erzen, schimmernd Elfenbein deckt den erhabenen First seines Giebels. Gleißend in silbernem Licht erstrahlen die Flügel der Pforten. Da können Sie sagen, naja, das eine Eckphrase ist unter anderen Eckphrase ist. Da können Sie an das 31. Gedicht des Properz im zweiten Buch denken. Da können Sie an verschiedene andere berühmte Tempeltürenbeschreibungen denken. Soweit sind wir ja hier noch gar nicht. Aber ein anderer Gedanke ist viel wichtiger. Dieses Buch markiert an seinem Anfang den Anfang auch ganz formal. Ich zeige Ihnen mal, wie Pindar über große Dichtung urteilt. Pindar schreibt 468 vor Christi Geburt seine sechste olympische Ode auf den Sieg des Hagesias aus Syrakus, der im Maultiergespannrennen den ersten Preis gewonnen hat. Und er singt, ich lese es Ihnen mal nach dem metrischen System der Epitriten, Chrysas hypostasantes oi, teichei protiro talamu, kionas hos hotta eton megaron. Paxomen achomenu dergu bros opon chrätemen telauges, war alles andere als eine natürliche Lesung, es war eine richtige Lesung. Es waren die Epitriten, deren Geheimnis erst Rudolf Westphal, ein Philologe aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, offengelegt hat, der in der Schule des großen Leipziger Gelehrten Gottfried Herrmann gearbeitet hat. Das hat lange gedauert, bis wir verstanden haben, wie die Dactyloepitriten funktionieren. Epitriten sind keine Metren, sondern sind so Cluster von Längen. Sie haben vier Längen, können jeweils immer eine Länge durch eine Kürze ersetzen. Entweder die erste, zweite, dritte oder vierte Länge durch eine Kürze. So kommen diese Cluster zustande, wie etwa ta, ton. Ja? Und dann kommt eine Kürze. Ist ganz reizvoll, ist allerdings eine schwierige Disziplin. Und die deutsche Übersetzung von Bremer ist goldene Säulen aufstellend, der wohlgemauerten Vorhalle des Saales zur Stütze, wollen wir gleichsam einen sehenswerten Palast zimmern. Am Anfang des Werkes oder eines Werkes tut es Not, eine weithin leuchtende Stirnseite zu setzen. Wenn man ein großes Kunstwerk auf einen großen Künstler oder Sportler beginnt, sollte man mit goldenen Säulen anfangen. Und in dieser Spur finden sich viele Texte der augusteischen Literatur, zum Beispiel die zweite Ode des vierten horazischen Odenbuches, die ein Vierteljahrhundert vor den ovidischen Metamorphosen entstanden ist. Und Ovid greift solche Dinge mit Bedacht auf und zitiert Pindar
nur nimmt er ihn wörtlich. Also manchmal, so könnte man denken, bleibt Ovid in seinem Bemühen, witzig zu sein, auch hinter dem intellektuellen Anspruch anderer Autoren zurück und liest sie einfach Wort für Wort und lässt uns dann staunend zurück. Pindar meinte wohl nicht, dass jedes Werk mit goldenen Säulen anfangen müsse, aber genau dies tut mit Grund Ovid und gibt seinem Werk damit natürlich einen gewissen Anspruch. Er thematisiert auch das Neuanfangen und Sie werden gleich sehen, warum er es so vehement thematisiert. Materiam superabat opus, ein verhängnisvoller Satz, meine Damen und Herren. Es hat viele Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende gebraucht, diesen Satz rückgängig zu machen. Das Werk überragte den Stoff, überragte den Stoff, aus dem die Welt gemacht ist, die Materie oder die Materialität. Denn Mulciber Vulcanus, der Gott, der alles geschmeidig, biegsam und weich macht, hatte dort am Tempel das Meer gebildet, das rings die Lande umgürtet, auch den Erdkreis und den über ihm hangenden Himmel. Was ist das für ein Stoff? Und warum hebt der Dichter ihn gegen seine eigene Kunstphilosophie, wie man an anderen Stellen zeigen kann, so stark hervor? Weil es eine Aufnahme des Anfangs seines eigenen Buches ist, seiner Kosmologie. In diesem pompös gesetzten und als Anfang thematisierten Neueinsatz der Rede rekurriert Ovid auf einen schon bekannten, auf seinen eigenen Metamorphosentext. Wir sehen die Welt, die er am Anfang in mehreren Anläufen schuf, noch einmal, aber jetzt als Kunst. Kairuelos habet unda Deus. Es geht jetzt ins Kleinteilige. Aber auch das ist etwas, das man auf der Rechnung haben muss, wenn man den ovidischen Metamorphosen gerecht werden will. Bläuliche Götter zeigt die Flut. Den sangesreichen Triton, Proteus, den vielgestaltigen Kreis und dann auf des Wales ungeheuren Rücken gestemmt die arme Aigaion. Nun, meine Damen und Herren, Triton haben wir in guter Erinnerung. Ich habe Ihnen von meiner Kindheitserinnerung erzählt in einem 30-minütigen Exkurs, den wir als eigenes Video gesendet haben, wo ich sonntags nachmittags immer an einem Waldrestaurant vorbeiging, wo im Garten ein vermooster Muschelbrunnen vor sich hin dämmerte und die Gottheiten des Wassers mit ihren Rauschebärten und dem triefnassen Grün haben mich immer sehr beeindruckt, gefesselt, abgestoßen und zugleich angezogen. Und dieser Triton wird von Ovid mit Liebe profiliert. Er zeigt ihn mit muschelbehangener Brust und er ist es, der der Sintflut ein Ende macht, der in einem aufwendigen, kleinen Idyll die Sintflut beendet. Das kann man Kitsch nennen, aber auch Kitsch ist etwas, das nicht außerhalb der Möglichkeiten dieses Dichters liegt. Es mag viele im Lande geben, die sagen, nein, Kitsch ist eine moderne Erfindung. Das würde ich entschieden bestreiten. Es gibt einen Kitsch, den man auch veredeln kann als Edelkitsch, einen Kitsch, den man ausstellen kann, den man verspotten kann, den man auch vermarkten kann. Ich bin immer ein bisschen verwundert darüber, wie wenig man über diese Stellen zu sagen hat. Ich glaube, das sind gerade die interessanten Stellen, an denen sich noch viel gewinnen lässt an Einsichten über das Kunstdenken der lateinischen Dichter. Dorida quet natas, quarum pars nare videtur, pars in mole sedens, virides
Sicari-Kapillos. Das ist eine sehr, sehr interessante Schilderung, weil das Momentum des Scheinens, es schien, dass die Nereiden ihre Haare trockneten, eine sehr feine Beobachtung ist, eine Interpretation. Dieser Autor interpretiert die Szene, die er an den Tempeltüren vorgestellt denkt. Und das Abenteuerlichste, meine Damen und Herren, ist zugleich etwas, das ganz und gar lebensweltlich plausibel ist. Denn schauen Sie, wie es weitergeht. Facies non omnibus una non diversa tamen qualem decet esse sororum. Wir haben 50 Nereiden. Nicht gleich war bei allen das Antlitz gar zu verschieden, auch nicht, so wie es sich ziemt für Geschwister. Der Dichter hat Zeit, auf dem Kulminationspunkt der Spannung, der Sohn begegnet dem Sonnengott mit Hingabe, die Welt des Kleinteiligen zu schildern. Und dazu gehören auch solche fast kunsttheoretischen Erwägungen. Ja, wie male ich denn 50 Schwestern? Ich muss sie so malen, dass ich 50 Individuen vor mir sehe. Sonst habe ich nichts anderes als die 32 Tomato-Soup-Dosen, die Andy Warhol 1962 zu so großem Ruhm verholfen haben. Da ist ja gerade die Identität das Verrückte. Hier ist es die Nicht-Identität, die an diesen gleichwohl untereinander verwandten Mienen und Gesichtern konstatiert wird. Und das alles im Zuge einer Beschreibung, die die Neuauflage der Kosmologie unter künstlerischen Bedingungen ist. Und natürlich dürfen auch Städte und Männer nicht fehlen und Wälder und Tiere, Flüsse und Nymphen sowie die übrigen Götter der Landschaft. Aber über all dem, meine Damen und Herren, haec super, impositast caeli fulgentes imago. Über all dem erhebt sich das Bild des leuchtenden Himmels. Hier wird die Misanabim auf die Spitze getrieben. Denn auch der Himmel, den wir ja gerade mit dem Tempel des Sol betreten haben, den wir gerade zu verstehen begonnen haben, auch der Himmel ist auf den Türen des Palastes zu sehen. Dorthin kam der klümmene Spross auf dem steigenden Pfade, trat nun unter das Dach seines Dubitatus Parens. Mit Macht werden wir daran erinnert, dass wir nicht in einer kunsttheoretischen Erörterung sind, sondern in einem Prüfeverfahren. Es geht um den Nachweis der Echtbürtigkeit des Phaeton. Das wird hier aufdringlich in Erinnerung gerufen. Dorthin lenkt er den Schritt, doch von fern hält er jetzt ein und vermag aus der Nähe den Glanz des Gesichts nicht zu ertragen. Da thronte gehüllt in Purpurgewandung Phoibus hoch auf dem Sitz, der strahlte von lichten Smaragden. Bemerken Sie, wie schön hier die Energie des Phaeton, der unbändige Vorwärtsdrang, gebrochen wird durch die Repulsion, den Rückstoß, den Widerstand des strahlenden Goldes im Palast des Vaters. Das sind die Momente, meine Damen und Herren, in denen auf einer sehr niedrigen Stufe so etwas wie Intensität entsteht. Einer will nach vorn, ein anderer stößt ihn zurück. Das ist ein, behaupte ich, typisches ovidisches Beschreibungsverfahren. Vor der eigentlichen Kommunikation wird die Energie, der Drang, der Wille kenntlich gemacht. Fert animus sind die Wörter, die das Bildprogramm des Ovid mit Sinn erfüllen. Und der Eindruck, den wir von diesem Tempel gewinnen, wäre nicht vollständig, wenn neben der alles überragenden topografischen Rücksicht nicht auch eine Rücksicht auf die zeitliche Struktur stünde. Denn wozu ist denn die Sonne da? Nach antikem Verständnis doch nur dazu, unser Leben in kleinere zeitliche Einheiten zu unterteilen. Und genau das geschieht jetzt
a dextra lae vacue dies et mensis danos saecula quet passitae spatiis equalibus hore. Rechts und links von ihm stand der Tag, der Monat, das Jahr. Dazu die Jahrhunderte und den gleichen Abständen auch die Stunden und auch die vier Jahreszeiten, die wir aus dem silbernen Zeitalter des ersten Buches kennen, tauchen mit hübschen Prädikationen noch einmal vor unseren Augen auf. Und dann tritt der Sohn vor den Vater, er ist Pavens in Angesicht der ungeheuren Neuigkeiten, die ihn hier erwarten. Und der Vater sieht ihn und wie spricht er ihn an? Schon die Anrede könnte das Ende dieses Gesprächs bedeuten. Quaeque viae tibi causa quid caac ait archepetisti progenies phaeton? Haut infitianda parenti, was ist der Grund deiner Fahrt? Was suchst du in der Burg hier, Phaeton? Du, mein Sohn, vom Vater nicht zu verleugnen. Noch bevor der Sohn seine Frage stellen kann, kommt schon die gültige Antwort. Schon hier könnte die Erzählung zu Ende sein. Aber es gehört zur Motorik dramatischer Erzählungen, dass sie immer wieder abstürzen ins Banale und ins Unwägbare. So wie eben Klymene den dummen Einfall hatte, den Sohn auf die räumliche Nähe des Vaters zu verweisen. Spricht Sol nun den Sohn schon mit den gültigen Worten an, O Sohn. Und der Sohn erwidert, O Luximensti publica mundi phoebe pater. Der gebraucht den Namen des Zeugers nun in seiner kulturell sanktionierten Form, Pater, mit der kleinen Einschränkung, si das huius mihi nominis usum, wenn denn der Gebrauch dieses Namens verstattet ist. Er besteht darauf, weiter zweifeln zu dürfen und erinnert noch einmal an den furchtbaren Verdacht, vielleicht ein uneheliches Kind zu sein, nec falsa clumene culpam sub imagine kehlert. Und wenn nicht verhehlt unter trügendem Bild die Mutter ihre heimliche Schuld, dann, Vater, gib mir pignora generis. Gib mir Unterpfänder für meine Abstimmung, für meine Abstammung. Gib mir das Pfand, das beglaube ich, dass ich dein echter Nachkomme bin, deine vera propago. Und nimm aus diesem Herzen den Zweifel. Und wenn Sie die Formulierung sehen, et hunc animis errorem detrara nosti, meinen Sie in Lucretiens De rerum natura zu sein. Hier ficht einer seine Sache bis zum Ende durch und besteht auf vollständiger Aufklärung. Und diese kann, überraschend genug, nicht allein in Worten liegen. Sprach's ad genitor circum caput omnibicantes de possuit radios propius quacedere iusset. Der Strahlenkranz schmückt das Haupt des Sonnengottes und Sie wissen, wenn Sie archäologisch ein bisschen grundgebildet sind und vielleicht noch numismatische Kenntnisse dazu nehmen, dass es mit der sich entwickelnden Kaiserzeit einen Zug hin zum henotheologischen gibt, zum henodeistischen oder henotheologischen Bild, dass man zunehmend beginnt, den Sonnengott als den einen Gott zu verehren. Das ist Sol Invictus und diese Sonnengöttlichkeit als theologische Vorstellung verschmilzt mit dem Kult der Kaiser. Und es ist dem Kaiser Aurelian vorbehalten, 274 diesen Kult im ganzen Reich zu verankern. Und er blüht dort gute 50 Jahre, bis der große Konstantin durch Annahme des Christentums aufräumt mit diesen heidnisch-paganen Vorstellungen, aber vielleicht gar nicht so sehr aufräumt, als auf diese aufspringt
und diesen Gedanken vom einen Gott umwandelt in den Gedanken vom einen christlichen Gott. Und es gibt eine religionswissenschaftliche Spekulation und eine ziemlich reiche und interessante Forschung darüber, ob nicht der Tag des heutigen Weihnachtsfests auch der Tag war, an dem Sol Invictus im Römischen Reich des 3. und 4. nachchristlichen Jahrhunderts verehrt wurde. Und hier sehen Sie nicht Aurelian, sondern seinen Nachfolger Probus, den sehen Sie zur Linken mit der Strahlenkrone des Sol, und rechts sehen Sie den Sonnengott Phoebus, wie er auf seiner Quadriga steht. Und diese Münze ist aus dem Jahre 280. Noch 100 Jahre später werden, obwohl verpönt, solche Münzen hergestellt, wenn auch nicht mehr als offizielle Prägung. Dieses Strahlenhaupt legt der Gott nun ab, um den Abstand zu verringern. Und er sagt: Deine Mutter hat Wahre gesprochen. Veros editit artus. Sie hat wahr gesprochen und du bist mein Sohn. Und damit du weniger zweifelst, quoque minus dubites, quod vis pete munus ut illud me trebuente ferras. Der nächste verhängnisvolle Schritt in diesem Drama. Damit du weniger zweifelst, verlang von mir die Gabe, welche du willst. Und jetzt kommt eine archaistische Formulierung, ein Homerismus. In Homer heißt es immer: Nimm dieses Geschenk, das ich dir gebe, und trage es fort. Und so hier werden Empfänger und Geber, wie in einer offiziösen Situation, mehr als deutlich markiert. Es darf keinen Zweifel geben, dass einer der Spender und der andere der Empfänger ist, und Zeuge für diesen Schwur sei mir der Unterweltstrom. Das sind doch sehr einprägsame Worte, meine Damen und Herren, und schon kommt es zum äußersten Vix bene desierat. Currus rogat ille paternos, da fragt Phaeton schon nach dem väterlichen Wagen, in quo diem, so viel wie in unum oder in hunc diem, für diesen einen Tag verlangt er nach dem Jus, das ist die Theorie, das ist die Verfügungsgewalt, und dem Moderam, das ist die Praxis, das ist die Steuerungsgewalt über die Pferde. Ein ungeheurer Wunsch, meine Damen und Herren, denn er impliziert mehr als nur die Annahme oder Übernahme eines Symbols, wie es noch in der Apollo und Daphne und in der Pan- und Syrinx-Geschichte gehandhabt worden war. Dieses Munus ist eine essentielle, eine substanzielle Gabe, denn den Sohn gelüstet es danach, an die Stelle des Vaters zu treten. Der Sohn will für einen Tag der Vater sein, denn was ist denn dieser Vater? Er ist die Sonne, die über der Welt leuchtet. Und wenn der Sohn den Wagen übernimmt, dann ist er für einen Tag in dieser Situation. Das ist die prekäre Architektur dieser Familie, die nun substanziell durchgespielt wird. Die freudianische Ursituation. Das Kind an der Brust der Mutter, die Tür öffnet sich und der Vater kommt herein, ist hier existenziell ausgeweitet, indem der Sohn nicht nur wünscht, der Vater wäre nicht da, der Vater wäre tot, der Vater wäre ein anderer oder er könnte den Vater ersetzen, sondern indem der Sohn den Vater wirklich ersetzt. Labor der Moderne, 1900 Jahre vor Freud. Das ist ein Klassiker, meine Damen und Herren, der Ideengeschichte. Hier wird das Bestreben nach Anerkennung einmal anders durchgespielt. Hier wird es, und das ist nur in der Sprache der Mythologie möglich, hier wird es wirklich ernst genommen. Und die Folge wird nun in den folgenden Dutzenden von Versen erst rhetorisch, juristisch, argumentativ durchgespielt und dann kommt die Erzählung vom großen
Weltenbrand. Meine Damen und Herren, die Übergabe der Zügel und der Sonnenwagen des Phoebus Apollo ist natürlich ein Emblem, das Künstler aller Epochen aufs Äußerste angeregt, ja gereizt hat. Dieses Journal für die Kunst stammt aus dem Jahre 1808. Es ist nicht das Werk irgendeines Menschen, sondern die ambitionierte Zeitschrift von Adam Heinrich Müller und Heinrich von Kleist, die versucht haben, Schillers Horen etwas Gleichwertiges an die Seite zu stellen. Und so brachten sie eine Zeitschrift heraus, die auf ihrem Titel den Sonnengott auf seinem Wagen stehend zeigte. Und diese Zeitschrift überlebte genau ein Jahr. Sie erschien zum ersten Mal im Januar 1808 und die letzte Nummer kam im Dezember 1808 heraus, obwohl Heinrich von Kleist sich an den Dichterfürsten Goethe gewandt hatte und ihn, Zitat aus einem Brief aus dem Januar, auf den Knien seines Herzens gebeten hatte, diese Zeitschrift mit einem eigenen Beitrag zu unterstützen. Sie wissen, wenn Sie germanistisch oder von der Schule her einschlägig vorgebildet sind, dass das Verhältnis Goethes zu Kleist ein schwieriges war. Dass Kleist immer im Schatten der großen Weimarer Klassiker stand. Hier kam es nicht zur sofortigen Entthronung und also auch nicht zur Katastrophe. Aber diese Niederlage war für Müller und Kleist nur schwer zu verkraften. Und sie stellten dann die Fahrt des Sonnenwagen nach nur einem mittelprächtigen Jahr mit, wie man sagt, 150 Exemplaren Auflage wieder ein. Den Vater reut es im Augenblick, da er geschworen hat, dass er geschworen hat. Man sieht, dass aus seinen Worten ein verwegenes Ding geworden ist. Temeraria dixit vox mea facta tuast. Utinam promissa liceret, non dach, ach, stünde es doch frei, die Zügel zu diesem Wagen nicht auszuliefern. Deine Absicht, tua voluntas, ist alles andere als tuta. Sicher magna petis phaeton, et quae nec viribus istis munera conveniant nectam puerilibus anis. Dein Schicksal, deine Bestimmung ist die eines Menschen. Sars tua mortalis non est mortale quod optas, nicht menschlich oder für Menschen gemacht ist, was du dir wünschst, sondern plus etiam quam quod superis contingere facit nescius adfectas. Hier haben wir den gesamten Wortschatz der Hybris-Rede. Das ist die klassische Hybris. Hier überhebt sich einer über das, was dem Menschen zusteht und greift nach dem Glück des Göttlichen. Niemand als Phoebus Apoll selbst vermag, diesen Wagen zu lenken. Nicht einmal Zeus ist dazu imstande. Und was haben wir denn Größeres als Jupiter? Und nun gibt der Vater dem Sohn Anweisungen für diese verhängnisvolle, ja, phonestische Fahrt. Und er nennt auch sein Munus jetzt ein Munus phonestum und sucht den Sohn vor dem Schlimmsten zu bewahren. Und wie tut er das? Indem er diesen substanziell gedachten Tausch auf einen Tag zu ersetzen versucht durch ein psychologisches Experiment. Er sagt, dom pignora certa, ich gebe dir deine Pfänder und zwar als sichere, untrügliche Pfänder. Und wie? Timendo et patrio pater esse metu probor. Nachweis für meine Vaterschaft soll mein Fürchten sein. Dass ich, wie du siehst, um dich so besorgt bin, sollte mehr als Beweis genug sein. Aspice vultus ecce meos. Schau in meine Vultus, lies mein Mähnenspiel und du wirst wissen, dass nur ein Vater sich so um seinen Sohn sorgt. Jetzt geht's noch weiter. Utinam quoculos in pectora posses in cerreret patrias.
intus deprendere curas. Und da habe ich Ihnen etwas mitgebracht, meine Damen und Herren, eine Übersetzung Hölderlins. Hölderlin hatte die verrückte Idee, auf eine Einladung Schillers im Jahre 1795 den Phaeton für dessen Musenalmanach zu übersetzen. Und das tat er, unglücklich genug, nicht in Hexametern, die es mit denen des Soviet aufnehmen könnten, sondern mit Stanzen, also je 8, 10 oder 11-hebigen Jampen. Und ich lese Ihnen mal die Stelle, die von Ad bis Curas geht. In der Übersetzung von Hölderlin. Ein Zeichen willst du ja, woran ich mich unzweifelhaft als Vater dir verkünde. So komm und sieh mich an und frage dich, ob hier sich nicht ein sicher Zeichen finde. Ist meine Sorge denn nicht väterlich? Nimm meine Sorge für ein Angebinde. O sieh, mein Sohn, in deines Vaters Herz, genügt dir nicht der bangen Liebe Schmerz? Was meinen Sie, was Schiller zu der Übersetzung gesagt hat? Wir wissen es nicht. Schiller war ja groß. Er hat den Text einfach nicht gedruckt. Und Hölderlin schreibt im Januar 96, als er in innerer Erregung den Musenalmanach in der neuen Folge aufschlägt, Schiller hat richtig gehandelt, dass er diese alberne Übersetzung nicht aufgenommen hat. Warum ist sie albern? Er liefert selber dafür keine Begründung, aber ich liefere sie Ihnen, meine Damen und Herren. Schauen Sie den Text des Ovid. Utinam quaculos in pectora posses in serrere. Da übersetzt Hölderlin, O sieh, mein Sohn, in deines Vaters Herz. Ach, könntest du doch deine Augen in diese Brust hineinsetzen, pflanzen. Meine Damen und Herren, Hölderlin überliest den intensiven Duktus der ovidischen Zeilen. Ovids Sprache ist geradezu kriminell ingeniös an dieser Stelle. Es ist unglaublich. Es ist mit einem Tremor geschrieben. Es ist mit einem Beben geschrieben. Ja? Könntest du deine Augen doch in meine Brust verpflanzen? Das ist substanzielle Sprache. Und daran vergeht sich Hölderlin. Wenn er schreibt, O sieh, mein Sohn, in deines Vaters Herz, genügt dir nicht der bangen lieben Schmerz. Das ist der Schmelz der deutschen Klassik, aber nicht die Sprache des Ovid an dieser Stelle. Und ich könnte mir vorstellen, dass Schiller das empfunden hat, der selbst in seinen größten Momenten ganz nah dabei war, die Sprache substanziell zu gebrauchen. Ich könnte Ihnen weitere Beispiele geben, wo Goethe den Phaeton übersetzt, aber den Phaeton des Euripides. Aber Euripides schürft nicht so tief, wie Ovid das in diesem Stück tut. Und das ist eine ganz außerordentliche, ich würde fast sagen, chirurgische Handlung. Das geht ja auch weiter. Patrias intus deprendere curas. Könntest du doch drinnen in meiner Brust die väterliche Sorge greifen? Deprendere, das ist die Sprache der Deprehension. Das ist die Sprache der Berührung. Worüber reden wir seit einem Jahr, meine Damen und Herren? Wir reden über die Berührung, wir reden über die Kontaktzonen von Körpern mit Körpern. Und deswegen habe ich so lange über den Anfang der Metamorphosen gesprochen, weil mir alles substanziell Körperliche dort verloren geht in den Übersetzungen vieler Zeitgenossen. Aber das ist jetzt reine Spekulation, was ich hier vortrage. Es ist einfach eine Empfindung, die ich habe, wenn ich Hölderlins Übersetzungstext lese. Wir werden am Ende dieser Sitzung noch den ganz, ganz starken Hölderlin kennenlernen. Aber es ist ja, wie gesagt, ein juveniler Versuch, diesem Ovids Text beizukommen. Eine Auftragsarbeit, die ihm geschmeichelt hat. Wenn Sie vom größten Zeitgenossen gefragt werden, ob Sie ihm was übersetzen, dann tun Sie das natürlich. Aber Sie tun es vielleicht ein bisschen bang, ein bisschen verklommen, ein bisschen unfrei, fühlen sich geschmeichelt, sind am Ende aber mit der Aufgabe, wie Hölderlin selber eingesteht, nicht wirklich zu Rande gekommen. Schauen wir weiter, meine Damen und Herren, in diesem Text. Es geht nun darum, dieses Munus als eine Poina, als eine Strafe umzudeuten. Phaeton pro munere poscis pönam. Kein Geschenk hast du dir erbeten, sondern eine Strafe. Quod vero nomine pöna non honor est. Es ist keine Ehre, die dir gut zu Gesicht steht, meinen Wagen zu lenken, sondern es ist etwas,
das dich am Ende vernichten wird. Lerne, weiser zu wünschen, heißt es in Zeile 102, sed tu sapientius optor. Und 100 Verse später sehen wir dann das Ergebnis dieses substanziellen Tauschs und wir sehen Phaeton, wie er hoch über der Erde herabblickt und dessen gewahr wird, dass unter ihm ein Abgrund sich auftut. Das Schwarz tritt ihm vor Augen, sunt quoculis tenebrae per tantum lumen ob orte, ein Schwarz in Angesicht des gleißenden Lichtes. Ich habe Ihnen versprochen, eine Vorlesung, die die ovidischen Metamorphosen unter dem gleißenden Licht einer offenbarenden Sonne zeigt. Und das sind diese Stellen. Es gibt eine Helligkeit, die so hell ist, dass ihnen dunkel vor Augen wird, dass sie in ihrem menschlichen Munus überfordert sein müssen. Schon wünschte er sich, er würde einfach nur der Sohn des Äthiopierkönigs genannt. Er würde nicht danach gestrebt haben, unbedingt der Sohn des Sonnengottes zu heißen. Und er sieht, dass die Strecke, die er schon gefahren ist, zu groß ist, um sie wieder zurückzulegen. Und er sieht, dass er niemals das Ende der Bahn erreichen wird. Ja, meine Damen und Herren, nec nomina novit equorum, er kennt nicht einmal die Namen der Pferde, die er doch im Zaume halten soll. Wie reagiert der Göttervater auf dies? Ad pater omnipotens, superos te status et ipsum, qui dederat curus nisopem ferrat, omnia fato interitura gravi. Doch der allmächtige Vater beschwor die Götter, besonders den, der den Wagen gegeben, Sol Helios. Es werde, schaff er nicht Hilfe, alles schwerstem Geschick erliegen. Es droht das Ende der Welt. Es droht alles in Flammen aufzugehen. Phaeton ist aus der Spur geraten und die Erde geht in Flammen auf. Berge und Täler, alles geht in Flammen auf. Und wie begegnet man in dieser äußersten Situation dem sich abzeichnenden Ende von allem? Man begegnet dem Gleichen mit dem Gleichen, dem Feuer mit dem Feuer. Und Zeus greift nach seinem Blitz, hält ihn hoch bis zum Ohr und schleudert ihn mit ganzer Wucht in Aurigam, Zeile 312. Er schleudert ihn auf den unfähigen und überforderten Wagenlenker, Pariterque, animaque, rotisque, expulit, et saevis, conpescuit, ignibus, ignes. Er stößt aus Wagen zugleich und Leben hinaus und dämpft mit wütender Flamme die Flamme. Das ist eine sensationell schöne Formulierung, meine Damen und Herren. Diese entscheidende Stelle zeigt uns die ganze stilistische Kunst des Ovid. Pariter quanimaque rotisque expulit, ein Zeugma. Er stößt ihn aus Atem und Rädern. Da sehen Sie die goldenen Fragmente des phaetontischen Sonnenwagens, den meine Mitarbeiterinnen für diese Vorlesung gebaut haben. Und es ist vielleicht auch eine ganz gute Idee, die Räder zum Anlass zu nehmen, eine künstlerische Reflexion über diese Erzählung zu wagen. Wir werden es an verschiedenen Stellen dieses Textes sehen. Hier heißt es nicht aus dem Wagen. Es gibt schon nicht mehr diesen Wagen. Und wir werden es später auch in den großen Darstellungen der europäischen Kunstgeschichte sehen. Wir sehen vor allem Räder. Wir sehen die Fragmente. Wir sehen die Überbleibsel dieser phaetontischen Sonnenfahrt. Wir haben also hier die synekdochische Formulierung. Die metonymische Formulierung, es heißt nicht aus dem Leben, sondern es heißt aus dem Atmen, aus dem Hauch, aus der Anima, aus von der Seele wird er befreit. Und wir haben, meine Damen und Herren, um das Ganze noch wilder und bunter und erregender zu machen, wir haben ein Hysteron Proteron. Denn erst muss er den Phaeton aus dem Wagen befördern und dann wird er ihn zu Tode befördern. Also Metonymie, Synekdoche, Hysteron Proteron und ein Zeugma
dass das Unzusammenhängende miteinander verbindet. Und das gibt dieser Formulierung die ikonische Wucht, die die Erzählung an manchen Stellen gewinnen muss, um auf der Höhe ihres Gedankens zu sein. So endet die Fahrt des Phaeton. Und das Feuer ist das, was von dieser verhängnisvollen Fahrt am Ende bleibt, und die Relikte des Wagens, der Fahrer stürzt in Praecips longoque per aera tractu fertur und interdum de caelo stela sereno etsi non cecidit potuit cecidisse videri. Und wo landet er nach diesem irrsinnigen Flug, der dem Schweif eines Kometen zu folgen scheint? Er landet in der Po-Ebene, in Oberitalien. Excipit Eridanos, flagrantia quabluit ura, naides hesperiae trifida fumantia flamma corpora dant tumulon. Man bettet ihn dort in einem Grabe und bezeichnet den Stein mit der folgenden Inschrift: Hic situs est phaeton curus auriga paterni, quem si non tenuit magnis tamen excedit ausis. Phaeton liegt hier, der des Vaters Wagen bestiegen, hielt er ihn nicht, ist er doch bei großem Wagnis gefallen. Quem si non tenuit, müssen Sie konzessiv lesen, wenn er ihn auch nicht zu steuern vermochte, so stürzte er doch aus einem großen Vorhaben heraus. Hier wird nicht gesagt, dass die Hybris es war, die ihn zu Fall gebracht hat, sondern hier wird vor allem daran erinnert, dass es ein großes Beginnen war, an das man sich noch lange erinnern wird. Weit gefehlt, dass der Dichter sich am Ende seiner Erzählung dazu verstünde, zu sagen: Das geschieht mit denen, die sich vermessen, es den Göttern gleich zu tun. Das ist keine herodotäische, keine archeläische oder sophokleische Erzählung, auch keine euripideische. Es ist eine ovidische, und Ovid zeigt den Künstler in seinem strahlenden Glanz. Und wenn er scheitert, wenn er stürzt, dann ist es trotzdem ein großes Scheitern. Und das, meine Damen und Herren, ist ein Proprium der augusteischen Literatur. Nachdem wir auf einer Tagung im September hier in Heidelberg fragen werden, was sind eigentlich die zentralen Charakteristika augusteischen Schreibens, augusteischen Denkens? Und das wäre so etwas: die Anerkennung der Größe des Beginnens, des Versuchens, der Annäherung, des Tentativen, auch des Experimentellen. Die Größe des Ovid liegt nicht in dem, was er erreicht, was er abgeschlossen, sondern die Größe liegt darin, dass er etwas versucht hat. Und zwar auf ganz verschiedenen Gebieten. Das hier ist vielleicht sein größter Versuch. Und das ist das, was von Phaeton in Erinnerung bleibt. Und ich glaube, das ganz gut belegen zu können. Ich muss aber, bevor ich in die europäische Kunst und Literatur eintrete, ganz kurz daran erinnern, dass die klassische Philologie ein Fach ist, das viele Stimmen kennt. Ernst Dobelhofer, der Kieler Latinist der 70er und 80er Jahre, hat 1973 einen Aufsatz geschrieben über die politischen Konnotationen der Phaeton-Erzählung des Ovid. Und er erinnert uns daran, dass es in der augusteischen Zeit einen nicht sehr breiten, aber doch signifikanten Diskurs gegeben hat über die Frage der Abstimmung des Augustus. Und zwar geht es um die Augustus-Vita des Sueton. Im 94. Kapitel dieser Biografie erinnert der Biograf daran, dass es in den Aufzeichnungen des Asklepiades aus Mendes einen Hinweis auf göttliche Herkunft des Kaisers gibt. Dort liest man, als Attia, die Mutter des Augustus, nachts zu einem feierlichen Gottesdienst des Apollo gekommen war und man ihre Sänfte im Tempel abgestellt hatte, sei sie, während die übrigen Frauen bereits schliefen, auch eingenickt.
Schließlich sei eine Schlange zu ihr gekrochen. Wenig später habe sie sie wieder verlassen. Aufgewacht habe sie sich gereinigt, wie wenn sie mit einem Manne zusammen gewesen wäre. Im gleichen Moment habe sie auf ihrem Körper ein Mal entdeckt. So ungefähr vom Aussehen eine Schlange, die man aufgemalt hatte. Und das habe sich nicht mehr entfernen lassen, sodass die Mutter des Augustus seither keine öffentlichen Bäder mehr aufgesucht hatte. Augustus sei im 10. Monat nach diesem Vorkommnis geboren worden und deswegen für einen Sohn des Apollo gehalten worden. Bevor sie niederkam, träumte Attia, dass das, was sie in sich trug, zu den Sternen getragen werde und sich über Himmel und Erde ausgedehnt habe. Und auch der Vater Octavius träumte, aus Attias Schoß komme das strahlende Licht der Sonne hervor. Nun, was sind das für Erzählungen, meine Damen und Herren? Erzählungen, die für einige Philologen Anlass waren, in der ovidischen Erzählung so etwas wie eine Warnung zu erkennen. Man warnt den Kaiser vor dem Überflug, vor dem Abheben, vor dem hybriden Dasein. Ich halte das für ziemlich unglaubwürdig. Ja, es gibt eine Ikonografie, schon in den Jahren 18 bis 16 vor Christi Geburt zu beobachten, die uns auf Gemmen einen Augustus zeigt mit den Insignien des Sole Invictus, der da noch nicht so heißt und der auf einer Quadriga steht. Aber ist das ein Grund dafür, ihm in seinen Reifen, in seinen späten, in seinen 50er und 60er Jahren noch zu unterstellen, er hege als Kaiser von Rom eine phaetontische Ambition? Der Kollege von der Humboldt-Universität, Ulrich Schmitzer, hat daraus viel gemacht und einen langen Exkurs in seiner Erlanger Dissertation über Zeitgeschichte, Novizmetamorphosen gewidmet und hat Berg für Berg, Fluss für Fluss, Tierkreiszeichen für Tierkreiszeichen die politischen Verbindungen zwischen der Wagenfahrt des Phaeton und der Reichseroberung durch Augustus nachzuweisen versucht. Ich bin beeindruckt von der Gelehrsamkeit, die der Kollege hier investiert hat. Und ich habe viel aus dieser Darstellung gelernt. Ich kann sie mir allerdings nicht zu eigen machen, weil ich die Erzählung des Phaeton eben nicht für eine allegorische Erzählung, für eine Gleichung, für einen umgekehrten Fürstenspiegel gewissermaßen halte, eine umgekehrte Kyropädie, sondern für das Werk eines Künstlers, das für Menschen geschrieben ist, die der Kunst nahestehen, die in ihm so etwas wie eine Laus Artis erkennen, die bereit sind, die vielen Referenzen vor dem Freimut der Kunst zu genießen. Und in dem Sinne hat die europäische Kunstgeschichte auch auf dieses Phaeton-Ereignis reagiert und hat Phaeton eben für einen unvollendeten Stürmer und Dränger gehalten, einen prometheischen Typos, von dem man lernen kann, sich seine Ziele groß zu setzen, groß zu denken. Das sind natürlich Vokabeln, die auch in der politischen Philosophie, in der trivialen politischen Philosophie der Gegenwart immer wieder vorkommen. Das große Denken, das beginnt natürlich auf der wirklich beeindruckenden Arbeit der Bildner, hier zum Beispiel auf einem römischen Sarkophag im 1. Jahrhundert nach Christus, von dem wir übrigens auch Kopien haben. Diese hier können Sie im berühmten Inschriftenmuseum zu Verona gleich in zwei Fassungen bestaunen. Dann haben Sie natürlich den großen Rubens und hier sehen Sie in diesem Bild aus dem Jahre 1604-5 den gelenkten Körper der Tiere und Menschen und Helden und was ragt uns in der Mitte des Bildes auch mit Lichteffekten gut herausgearbeitet entgegen, das Hinterteil des Pferdes. Ja, sehen Sie es da? Ist nicht zu übersehen, meine ich. Ne? Und es sind schon manieristische Einschläge, die wir hier im barocken Rubens würdigen dürfen. Und das Bild ist natürlich auch ikonisch geworden in der Tradition und hat viele Nachahmer gefunden. Lassen Sie mich ganz kurz auf den literarischen Aspekt kommen und zu Hölderlin wenigstens so viel bemerken, dass er außer dem gescheiterten Übersetzungsversuch
auch einen Hyperion, diesen großen Briefroman, hinterlassen hat. Vor allem aber hinterließ er Spuren im Werk eines jungen Bewunderers. Sie wissen, dass Hölderlin in mittleren Jahren schwer erkrankt ist und dann in dem berühmten Tübinger Hölderlin-Turm leben musste unter der Aufsicht eines Tischlers. Und es war der junge Abiturient Wilhelm Friedrich Weiblinger, geboren 1804 in Heilbronn, der als 17-Jähriger den schwer erkrankten Hölderlin in seinem Turm aufsuchte und so beeindruckt war, dass er im Fahrwasser des Hyperion einen Roman schrieb mit dem Titel Phaeton. Das ist ein fantastisches Dokument großzügigen künstlerischen Denkens. Der Phaeton-Roman spielt in einer idyllischen Gegend in Deutschland. Der Bildhauer Phaeton kehrt von seiner Italienreise in ein ihm fremd gewordenes Deutschland zurück, findet dort aber einen kleinen Kosmos, die Gräfin Cäcilie, ihre wunderbare Tochter Atalante, die ihn liebt und die er liebt, und deren Ziehvater Katon, der ganz nach dem hölderlichen Hyperion gearbeitet ist. Und in dieser glücklichen Wunschwelt verbringt er glückliche Tage, wird allerdings durch ein politisches Mandat, das der Fürst des Landes an ihn heranträgt, aus diesem Idyll herausgerissen, wird krank, und über seine Erkrankung und Entfremdung wird auch Atalanta krank und stirbt, und er wird in die Obhut eines Tischlers gegeben. Da sehen wir, wie der weiblingsche Phaeton dem Hölderlin nachgezeichnet ist. Weiblinger ist übrigens derjenige, der die erste biografische Notiz zu Hölderlin verfasst hat. 1827-28 schreibt er einen Aufsatz über Hölderlins Werk, Leben und Wahnsinn. Man wirft ihm heute in der Forschung vor, dass er den Fokus doch zu stark auf die geistige Umnachtung gelegt habe und daraus habe auch für seine eigene Romanwelt Kapital schlagen wollen. Ich weiß nicht, ob dieser Vorwurf berechtigt ist. Weiblinger ist nicht sehr alt geworden. Mit nicht 26 Jahren ist er in Rom verstorben. Ein Stürmer und Dränger nach dem eigentlichen Sturm und Drang. Einer, dessen Briefroman Phaeton Sie sich vielleicht mal besorgen sollten. Ich habe Ihnen hier ein Titelbild seiner Erstausgabe mal mitgebracht. Stuttgart, Verlag von Friedrich Frank. 1823 erschienen. Da war Weiblinger noch nicht 20 Jahre alt. Ein anderer großer Stürmer und Dränger war im 20. Jahrhundert James Joyce, den wir hier im zarten Alter von 22 Jahren, 1904 sehen. Das Jahr 1904 ist das Jahr, in dem er seine große Karriere als Romancier beginnt. Er beginnt ein Werk, das er damals nennt Stephen Dedalus. Und dieser Stephen Dedalus ist ein Bildungsroman, der zunächst noch ganz konventionell daherkommt. Nach seinem Tode 1944 erstmals veröffentlicht, 400 Seiten, ein monumentales Fragment in einer vergleichsweise konventionellen Diktion. Aber 1914-15 erscheint auf Intervention des großen Ezra Pound das Ganze als Roman mit einem neuen Titel, und zwar das Bildnis des Künstlers, das Bildnis des Künstlers als junger Mann. The Portrait of the Artist as a Young Man, 1916. Das ist der gefeierte Beginn des modernen Romans. Und das Motto, unter dem dieser in 5 Szenen daherkommende Roman gestellt ist, ist aus den ovidischen Metamorphosen genommen, meine Damen und Herren. Hören Sie: Et ignotas animum dimittit in artes. Und er sandte seinen Geist in unbekannte Künste oder verlegte seinen Geist auf unbekannte, noch unerschlossene Künste. Weggelassen ist der Anfang des Hexameters, Dixit, der da spricht, ist Daedalus. Es geht nicht um die Phaeton, aber um die ihr nachgebildete Daedalus- und Icarus-Szene. Daedalus sagt, als Minos sich seiner Heimkehr nach Athen verstellt: Ich werde es auf dem Weg über die Lüfte versuchen. Ich werde darauf sinnen, unbekannten Künsten den Weg zu bahnen. Und was dann auch weggelassen ist, der Beginn des nächsten Verses: Naturamque novat, sagt Ovid. Naturam novat. Er erneuert die Wege der Natur. Er sinnt auf das
nicht- oder übernatürliche, auf eine neue Form des Ausdrucks. Und das sind diese Flügel. Wenn Sie sagen, das ist eine zufällige Zitation, das ist Bildungswissen im katholischen Irland, dann sage ich, nein, der ganze Roman zeigt die Spuren einer phaetontischen Fahrt, einer Selbstbefreiung. Es ist ein Bildungs- und Entwicklungsroman, comme il faut. Also ganz in der Tradition der großen englischen, französischen und auch deutschen, Karl Philipp Moritz, deutschen Bildungsromane, Anton Reisser. Ja, das hat ja, es gibt ja bis heute die Tradition dieses Bildungsromanes, sie ist nie abgebrochen und wird nie abbrechen. Und hier haben wir eines der großen Dokumente. Und der letzte Satz oder Vers dieses zuletzt das Tagebuch der herkommenden Porträt des Künstlers als junger Mann ist dann Old Father, Old Artificer, stand me now and ever in good stead. Urvater, Urvater Artifex, steh hinter mir jetzt und immer da. Das heißt, die phaetontische Fahrt und die sie aufnehmende Fahrt des Daedalus und Ikarus ist gewissermaßen das Signum, unter dem die künstlerische, die literarische Moderne ihre Fahrt beginnt in den Jahren 1914-15 und dann im Jahr 1916. Und da zeige ich Ihnen den Roman in einer schäbigen, für 6 Pfund zu erwerbenden Ausgabe im Verlag Egoist. Das ist eigentlich eine Zeitschrift, die auch nebenbei eben Bücher herausgebracht hat. Meine Damen und Herren, wir werden uns in der nächsten Woche dem Gründungsmythos von Europa widmen. Wir werden schauen, was man mit dieser kleinen Szene alles anstellen kann. Und der Blick geht darüber hinaus auch schon auf den thebanischen Sagenkreis. Und da schauen wir uns die Figur des Kadmos an. Und von Kadmos führt dann der Weg zu Aktaion, den wir dann am 2. Juni behandeln. Und dann geht es weiter mit anderen großen Gründungsmythen der europäischen Moderne. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich darauf, Sie schon in der nächsten Woche in diesem Hörsaal wiederzusehen. Vielen Dank.